Anam. Guten Morgen, Herr Professor Virchow. Rudolf Virchow war unter anderem Pathologe. Das war vielleicht für die Charité auf jeden Fall seine wichtigste Funktion. Er war darüber hinaus Sozialpolitiker, der sehr damals gegen Bismarck im Abgeordnetenhaus des Preußischen Landtags gekämpft hat und versucht hat, soziale Reformen durchzusetzen. Aber was hat denn ursächlich zu seiner Erkrankung und damit zu seinem Tod geführt? Nichts anderes als seine elenden Lebensbedingungen, seine Unbildung, sein Hunger. Der hat relativ früh kapiert, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Befinden des Menschen und seiner gesellschaftlichen Lage und hat deswegen immer Medizin auch als ein Politikum begriffen. Wenn die Verhältnisse eben prekär und unsicher und ärmlich sind, dann sind die Krankenstände wesentlich höher. Wir dürfen uns also nicht wundern, wenn in Berlin bereits jeder Vierte an Tuberkulose stirbt. Und hat dann immer weiter versucht, also das, was er erfasst hat, auch sofort weiterzugeben. Und erstmal in diesen Vorträgen, aber dann hat er diese Vorträge auch umgeschrieben in populärwissenschaftliche Artikel, weil er der Meinung war, dass auch die einfachen Leute, dass die kapieren müssen, was man sozusagen medizinisch begreifen kann. Und war deshalb ein großer Vermittler auch von medizinischem Wissen für den Zeitungsleser letztendlich. Und hat dann auch über Pathologie ein riesiges, und die Zelle ein riesiges Werk verfasst, was ein internationaler Bestseller geworden ist. Darüber hinaus hat er natürlich angefangen, täglich, wie er sich vorgenommen hat, ein sogenanntes Präparat zu sammeln. Einen Tumor, eine Missbildung, eine Entzündung. All das, was man damals nicht im Detail gekannt hat. Hier habe ich noch einen interessanten Nebenfund, einen graviden Uterus. Und wer von den Herren möchte diesen Embryo für unsere pathologische Sammlung präparieren? Er hat das gesammelt und hat das einerseits für die Forschung, andererseits aber auch für den Unterricht von Ärzten zur Verfügung gestellt. Und man hat eigentlich erst durch diese Präparate dann verstanden, wie Krankheiten funktionieren. Vorher waren Krankheiten im Wesentlichen mystische Phänomene, die sehr viel mit dem Blut und mit der Zirkulation, mit dem Herzen zu tun hatten. Und erst sehr spät ist man draufgekommen, was die Krankheiten der einzelnen Organe wirklich ausmacht. Und einen großen Teil dieser Sammlung haben wir Gott sei Dank hier im Medizinhistorischen Museum ausgestellt. All das, was im Krieg nicht zerstört wurde, sodass die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, die Virchow-Sammlung zu sehen.